gab eine leichte Modifikation an der Kawasaki. Also ich küsse natürlich all eure Augen, die ihr abonniert habt und die meine Videos geschaut haben. Und was passiert im Normalfall? Das Wasser läuft wieder. Bei mir lief auch das Wasser, als ich es aufgedreht habe. Und das sind wir wieder. Raus aus dem Winter. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Wie geht es euch an diesem wunderschönen Freitag? Wir haben es. Warte, ich bin ein bisschen raus aus der Übung. So, wir haben es. 17 Uhr. Ja, was habt ihr denn jetzt die letzten 2 oder 3 Monate? Wie lange habe ich kein Video gemacht? Was habt ihr in der Zeit gemacht? Ich werde euch gleich erzählen, was ich gemacht habe. Es gibt viel zu erzählen. 2, 3 Monate kam jetzt gar nichts. Da ist auch viel passiert bei mir. Viele Änderungen wird es geben. Erstmal, ich habe mir ein Baba-Auto gekauft, Jungs. Ich glaube, nächstes Video mache ich dann zum Auto. Ist bester Wagen, beste Investition, die ich je gemacht habe. Ansonsten, ja, arbeitstechnisch, ich habe jetzt eine neue Position innerhalb meines Arbeits. Also, ich bin befördert worden, sag mal, wie es ist. Das heißt, dass weniger Videos kommen, weil ich weniger Zeit habe für Videos. Ich habe eh schon so unglaublich wenig hochgeladen letztes Jahr und jetzt wird es noch weniger. Außer das Wetter wird besser. Weil das, was wir letztes Jahr im Sommer hatten, das war kein Sommer, Digga. Wenn wir dieses Jahr ein bisschen mehr Sonnenstunden haben, dann kommen safe einmal die Woche Videos. Reicht das? Ich hoffe schon. Sonst, was gibt's noch zu erzählen? Es gab eine leichte Modifikation an der Kawasaki. Aber mir fällt die leider gerade nicht mehr ein. Was mir aber auch aufgefallen ist, wenn ich ein bisschen flatter unterwegs bin, der rechte Außenspiegel klappt ein. Also auch wenn ich jetzt hier so mit der Hand hingehe, der ist halt mega easy zu bewegen. Oh Mann, es gibt eigentlich schon ein paar Sachen, die ich erzählen will. Aber die Sache ist, die haben halt viel mit dem Auto zu tun. Und ich will echt nicht das nächste Video vorwegnehmen, wo ich das Auto zeige. Weil, Jungs, die Chance kriegt man nicht oft, dass man so dicken Clickbait betreiben kann, wenn man sich ein Auto zieht. Was ich auch gleich ganz kurz sagen könnte, hallo an alle neuen Abonnenten. Ich habe keine Ahnung, was ihr hier auf diesem Kanal macht. Also als Winterpause begonnen hat, war ich bei knapp über 100. War ich da? Ich weiß das gar nicht mehr. Jetzt gerade habe ich über 200. Es gab so eine Zeit im Dezember, Januar, da hat einfach mein Unfallvideo jeden Tag 200, 300 Klicks gemacht. Geht's euch zu gut? Also ich küsse natürlich all eure Augen, die ihr abonniert habt und die meine Videos geschaut haben. Wenn sich auch irgendeiner jetzt fragt, ob in diesem Video noch was passiert, nee. Also ich habe null vor, ich muss noch in die Arbeit ein bisschen fahren, ein paar Sachen erledigen. Ne? Und ich dachte einfach so, komm, nimmst du die GoPro mit, ballerst die drauf und fährst einfach mal. Es ist auch nicht die erste Fahrt dieses Jahr, die ich mache. Ich bin ja auch im Winter gefahren, weil das gute Ding ist das ganze Jahr zugelassen. Wenn es mal im Dezember 20 Grad hat, und ihr seht eine grüne Kawasaki rumballern, safe ich. Weil es gibt eine Story, die ich noch erzählen könnte. Dafür muss ich aber ganz kurz stehen bleiben. Weil ich muss euch meine Hände zeigen. Seht ihr das hier? Okay, jetzt hat das meiste jetzt schon verheilt. Aber ich habe ziemlich viele Cuts an den Händen. Das liegt nicht daran, dass ich mich geboxt habe. Wobei doch, ich habe mich schon geboxt, aber mit nichts Natürlichem. Kennt ihr diese Ventile, die in den Wänden manchmal drinstecken? So meistens in Sanitärräumen, um das Wasser auf- oder zuzudrehen. Ich wollte so ein Ding aufdrehen bei mir in der Arbeit, weil es kam halt kein Wasser in die Toilette. Auf jeden Fall diese Ventile. Ich habe so ein Ding aufgedreht. Bei mir in der Arbeit auf einer Toilette ging halt die Spülung nicht, kein Wasser kam raus. Was macht man natürlich? Man dreht das Ventil auf. Und was passiert im Normalfall? Das Wasser läuft wieder. Bei mir lief auch das Wasser, als ich es aufgedreht habe. Aus der Wand raus. Mit 20 Bar oder wie viel Druck auf dem Ding da drauf ist. Das ist alles an einem Montag. Perfekter Start einfach in die Woche. Ich drehe das Ventil auf. Ich habe komplett den Verkaufsraum, komplett die Toiletten geflutet. Also das Wasser stand überall knöchelhoch. Und es lief einfach eine halbe Stunde, weil keiner den Haupthahn gefunden hat, um das Ding auszudrehen. Wir haben den Hausmeister gerufen. Hausmeister kommt in einer halben Stunde. Feuerwehr gerufen. Feuerwehr kommt auch erst in einer halben Stunde. Keiner findet den Hauptwasserhahn, um das Wasser bei uns im Lokal zuzudrehen. Ich war komplett durchnässt. Ich stand wirklich eine halbe Stunde voll in diesem Wasser. Die Wand hat es komplett zerrissen gegen Ende. Ich weiß auch nicht, woher die Wunden kommen. Ob das jetzt nur Wasser war oder ob das Wandteile waren, die mich aufgeschnitten haben. Aber meine lange Frage wurde euch beantwortet. Was passiert eigentlich, wenn so ein Ventil aus der Wand rausfliegt? Kommt es dann wirklich rausgeschossen ohne Ende? Und ja, das tut's. Es kommt verdammt stark und verdammt viel daraus. 2 von 10, would not recommend. Heute leider kein langes Video. Ich bin auch irgendwie ein bisschen verschnupft gerade. Ich glaube, das liegt halt daran, dass es nur 9 Grad gerade hat. Aber ich wollte eigentlich nur mitteilen, dass ich wieder am Start bin, dass dieser Kanal wieder voll abgeht, so wie er auch letztes Jahr voll abgegangen ist mit seinen safen 3 Videos die Woche, oder? Ansonsten
ihr wisst, was ihr zu tun habt, Daumen hoch, abonnieren, allen Leuten, allen Bekannten, allen Freunden das Video zeigen und sagen, dass sie es sich anschauen sollen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann hat es euch halt nicht gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Jalla.